Okay. Habe ich das gut erklärt jetzt? Ich weiß es nicht. Also ich hätte bei meinem Gestammel nichts verstanden, aber... Ich bin das ja gewohnt von dir, von daher. Verstehe ich jetzt nicht. So, ich muss mal wieder was essen hier. Boah, wenn der Nebel nicht gleich weg ist, ne, furzig, ehrlich, das ist ja nicht zum Aushalten. Ich sehe nichts. Wo ist denn nur ein Raft geblieben? Bist du, hast du schon abgelegt? Ja, jetzt sehe ich das erst. Ach, hi, guck mal. Guten Tag. So, ich habe noch ein bisschen Dings hier gefunden. Glibber. Mhm. Ich mache direkt drei Netze, oder? Ja. Für was anderes brauchen wir es ja anscheinend nicht. Dann mach gleich Netze. Netzkanister heißt das. So, drei Stück produziert. Ich bewaffne mich. Mit dem Netzwerfer. Ein paar die beiden Kugelfischköpfe weg. Ja, ich mache mich mal eben wieder fit. Ich nehme mir auch mal. Sag mal, die Schaufel. Du hast die Schaufel, dann musst du das machen. Da halte ich mich dann raus. Ich halte mich mal bei dir rein, mein Freund. Naja, wenn du das mal tätest, tust du ja nicht. Kriegst du keinen hoch. Ich kann so mit ihm reden, weil wir haben uns schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Er kommt auch nicht mehr vorbei. Er fährt immer nur bei mir vorbei, weißt du? Mach Fotos. Ja. So. Wo ist denn eigentlich der ganze Fisch schon wieder geblieben? Nimmst du eigentlich auch Früchte oder bin ich hier der Einzige, der mit Früchten arbeitet? Irgendwie sind die Möwen immer nach einem Schuss tot. Sei doch froh. Leg. Wo ist er? Hinter dir. Kopfschuss. Wo ist der? Der ist völlig durchgedreht und hat gleich noch einen von mir gekriegt. Komm, dreh um. Komm. Ich hab ihn auch nochmal. Schau mal, wie provokant wir dir mal hinterher schwimmen, ne? Komm. Du musst nur auf. Ich hab nur Angst, dass ich dich treffe. Ich hab ihn zweimal getroffen. Aber mich kannst du gar nicht treffen. Wir haben ein Friendly Fire drin. Ich bin ganz froh, dass er dich die ganze Zeit beißen möchte. Jetzt hat er clever abgedreht, der Wichser. Wollen wir ihn eigentlich schon wieder töten? Nö, ne? Eigentlich nicht. Na komm, dann gehen wir raus. Oder nicht? Naja, einen kriegt er noch. Jetzt hat er. Ja, das ist mit dir zusammen ist gefährlich. Wieso? Weil es erst so aussah, als wenn er auf dich ging und dann hat er kurzfristig auf mich umgemünzt, der kleine. Aber hat er dich auch getroffen, oder ja, was? Deswegen hat er mich getroffen. Genau. Das. Schade. Nur du. Aber ich hab ihn zweimal getroffen. Ist egal, du bist schuld. Hör auf. Hör damit auf. Ich hab wieder zwei Hähnchenfleisch, die kann ich werfen. Nach Möwenfleisch oder wie auch immer man das nennen möchte. Hühnerknie. So. Lecker. So. An Land, ne? Wollten wir? Wir wollten an Land. Was brauchen wir denn noch alles? Also du spannend. Hast eine Schaufel, ne? Ich habe eine Schaufel. Du hast eine Axt? Nicht mehr. Aber ich glaube, gut. Die brauchen wir auch nicht mehr, weil da ist nicht mehr viel zu. Aber ich nehme eine Sicherheitshalber mit. Auf jeden Fall. So. Kann ich die vier Palmenblätter auch mal eben? Wo ist Palme? Palme ist hier. Komm. Okay, ich wäre soweit. Wasser ist voll. Okay. Dann let's go. Hüpf. So. Wir müssen ja jetzt sozusagen auf den Berg hoch, was nicht möglich ist, weil hier so... Hier vorne war doch der Bock. Zu ihm. Ich bleib hinter dir und mach nix. Er hüpft. Ja. Denk dran, wir haben nicht viel Munition, ne? Sicher, ja, immer sicher. Nämlich. Genau daran denke ich nämlich. Okay. Er hüpft sich den Wolf.
Ja, soll er mal machen. Ich glaube, ich muss sogar direkt auf Schießen drücken. Rechtsklick bringt nichts. Ich habe schon Rechtsklick gedrückt, weil ich dachte, komm, du musst die... Oh, da sind ja doch noch welche. Siehst du? Ich mit meiner Überheblichkeit. Wieder gedacht, ich hätte alles... Hab ihn. Alter. Alter, ich hab ihn. Ich hab ihn. Was soll ich damit machen? Ich hab ihn im Arm. Ich hab ihn im Arm. Was soll ich machen? Ja, aufs Schloss bringen oder so. Vielleicht haben wir... Ja, lass ihn mal in der Hand. Lass ihn mal. Ich hab keine Ahnung. Ihr überfordert mich, Alter, in einem Maße. Ich hab zu dir gesagt, du sollst das alles schon geklärt haben. Ja, aber ich hätte ja nie damit gerechnet, dass du mal irgendwas hinkriegst. Weißt du? Mach einfach mal irgendwie hier so ein Viereck, wo du Wände baust. Da wird er nicht rauskommen. So hatte ich das gerade vor. Und zwar, wo wollen wir denn das Gehege hinbauen? Wo hättest du es denn gerne? Warte mal, ich glaube, ich muss auf 4, ne? Und dann so. Mach den mal leer, mach das mal dahin, das ist eine gute Idee. Sollen wir das mit Holz oder mit Palmenblättern machen? Ah, Palmenblätter ist gut. Ja, ne? Da brauchen wir nur ein Holz und mehrere Palmenblätter. Ja. Jetzt kommt, guckt der Hai auch schon wieder so gallig, weißt du, jetzt haben wir schön Schaf. Wo möchtest du denn das Schaf hin tun? Ja, du warst schon richtig. Mach das mal da irgendwie schön hin. Ist ja, Floß ist ja eher sinnvoll eingerichtet als... ich würde es höher machen, ne? Ich weiß nicht, ob der da drüber springen kann. Nein, das passt schon. Alter, wenn der da drüber springt, hasse ich dich. Ja, dann ist er weg. Also wirklich, dann hasse ich dich wirklich. Ja, du hörst einfach nur disconnected from your channel, dann bin ich hier raus. Du hast mich auch so, Gorilla. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen, weißt du? Der springt da auf jeden Fall drüber. Ach, nur hör doch mal auf. Meinst du, das wird besser, wenn du hier Stress machst? Du Arsch. Ich war mir sicher, das ist eine Tür. Wie kann man denn was abreißen? Mit dem Hammer? Ja. Nein, mit X. Du musst da ganz lange X drauf drücken. Ganz lange X. Baut er das ab? Ja? Macht er? Nein. Macht er nicht? Macht er nicht. Da mit dem Hammer. Ja, aber er macht auch. Da steht irgendwie was. Doch, da machst du es kaputt und dann sammelst du wieder irgendwas auf. Ich glaube, du musst das auswählen oder so. Da steht nur drehen eher. Ich habe leider gerade einen Schaf in dem Arm. Ja, das ist immer deine Ausrede. Aber das ist doch eine Tür hier. Ich habe doch Tür genommen oder habe ich nicht Tür genommen? Warum habe ich eigentlich nicht die Tür genommen? Weiß ich nicht. Der Hai greift uns an. Irgendwo. Aber ist normales Holz, ist egal. Oder nicht? Ist nicht egal. Stech ihn ab! Tot? Er ist tot! Auch nicht jetzt. Na, ja, dann ist er eben tot, der Scheißhai. Alter, du hast das ganze scheiß Boot gedreht. Ja, jetzt konzentrier mal, jetzt mach mal was richtig hier. Darf ich jetzt erstmal den Hai auseinandernehmen? Darf ich jetzt erstmal wieder an Land kommen? Darf ich jetzt erstmal wieder mein Inventar leer machen? Darf ich jetzt erstmal aufs Klo? Nein, und nochmal nein. So, was hast du denn hier gebaut für eine Scheiße? Du kannst nix. Ich hab gar nichts gebaut. Ja, aber warum baust du eigentlich nicht? Sondern ich. Wie kriegst du die Scheiße? Weil ich ein Schaf im Arm hab. Ach, du immer mit deinen Ausreden. Ich hab ein Schaf im Arm. Jetzt sag mir doch mal, wie man das weggebaut kriegt. Du könntest mir ruhig mal helfen, ehrlich. Jetzt baue es einfach woanders hin. Du regst mich auf. Du regst mich richtig auf. Hasi, ich weiß nicht, wie ich das abgerissen kriege. Jetzt sag mir, gib mir mal eine Antwort. Hier ist nichts mit X. Ja. Du machst mir noch am Leben, ehrlich. Ich glaube nur, weil du das nicht kannst. Ich würde es ja können, wenn du mir mal einen Tipp gäbest. Ich höre schon, wie der Schaf heult. Ist auch gleich schwanger, das Schaf. Da habe ich am meisten Sorge drum.
Das Schaf nicht. Dem Schaf gefällt es irgendwie. So, also hier ist jetzt, und da musst du halt mal gucken, wie du die Wand da rauskriegst. Sag mir einfach, wie das geht, dann baue ich die Wand. Hier kannst du auf jeden Fall schon mal rein. Hier. Jetzt musst du mir sagen, wie ich das da kaputt mache. Was soll ich da drin? Oh, das blöde Viech hier rein. Mach einfach zwei Etagen. Mach es einfach noch eine Etage höher. Mach einfach noch so eine Palmetage drauf. Das springt da nicht drüber, glaub es mir. Soll ich es loslassen? Ja. So, und jetzt guck mal, wie du diese drei Wände hier rauskriegst. Oder wenigstens eine. Oder mach doch irgendwas. Ja, und wer das Schaf stirbt da jetzt, weil du da nix für das Schaf tust? Dann ist es tot und dann wirst du ein neues organisieren. So einfach ist das. Ich kann mich hier nicht um alles kümmern. Außerdem haben wir ein echtes Holzproblem. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich habe ein echtes Problem mit dir. Kann man immer nur so böse zu mir sein? Wie kriegst du das denn? Ach ja, ist ja schön weggekriegt bis jetzt. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Ja, muss ich konzentrieren, wisst ihr? So Holz für mich. Ich habe noch 9 Stück, dann ist unser gesamter Holzvorrat aufgebraucht. Ja, ist mir egal. In der Lagerkiste Holz. Du hast 9 gesagt, das waren 6. Dann habe ich mich verlesen. Ich könnte kotzen. Wir müssen uns echt mal Gedanken um Holz machen. Das stimmt. Wir dürfen wahrscheinlich nicht mehr jede Insel ansteuern oder so. Die Inseln sind geil und Inseln sind wichtig. Ja, aber wir verdienen einfach nichts. Das ist das Problem. So, und wie soll jetzt das Schaf da drüber kommen? Die Frage ist nicht, wie es da drüber kommt. Die Frage ist, wie wir es am Leben lassen. Oder behalten oder was auch immer. Nutz die Erde, mach einfach irgendwas. Ich hab doch schon... Hast du gar nicht wahrgenommen, ne? Dass ich dem Bock schon was gebaut habe. Wie kommt man denn da rein? Tschüss. Was machst du da? Warum trägst du das jetzt? Weiß ich nicht. Das sah so aus. Ich hab hier so ein komisches Symbol. Ja, dass du das Schaf tragen kannst. Ach, das heißt gar nicht Gary, das heißt Carrie. Ja, sag das doch. So, wie kriegst du das jetzt hier weg? Wen willst du weghaben? Mit der Axt, du Arsch, ey. Geh weg. Du altes Suizidschaf. Weißt du, ich mich schon darauf freue, wenn ich endlich hier woanders aufnehmen kann. Kriegst du auch schon Rückenschmerzen, immer auf diesem beschissenen Sitzer. Total. Total unbequem. Ja, das verstehe ich. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das Schaf gar nicht stirbt, wenn es kein Essen kriegt und einfach dann keine Milch abwirft. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich habe auf jeden Fall was gemacht. Ich habe da 3, 4 Grasbüschel reingemacht. Und die habe ich auch mit Wasser benetzt. Mhm. Sehr gut. Und das wächst. Das klingt gut. So. Dann gehen wir wieder auf die Insel und machen weiter. Mhm. Du hast den Dingswerfer noch dabei, ne? Oh, warte mal, Essen trinken. Alter Falter. Ich geh schon mal den Weg da und guck mal, ob ich da noch ein bisschen Holz oder so finde. Mach das mal. Das
Sieht ja nicht so aus. Getrunken habe ich. Hier sind noch Mangobäume, die machen wir natürlich kaputt. Jetzt esse ich noch ein bisschen hier.